Na, jemand eine Idee, was jetzt kommt? Taff, taff, taff. Was? Tag, tag, tag. Hä? Tag, tag, tag. Mensch, Leute, das kann doch nicht so schwer sein. Tok, tok, tok. Na, endlich. Und was gefällt dir da am besten? Wenn es um irgendwelche Fremdgeh-Sachen geht und so. Na, da hab ich doch was. Knutschi, Knutschi, lass mal jetzt. Alle Backe. Alle Backe. Ja, noch andere Wünsche? Die auch aus Amerika, so Maori oder so Sachen, ja, die sind auch ganz lustig. Kommt irgendwie besser rüber als hier in Deutschland. Stimmt, genau. Fallen euch auch noch Themen ein? Asoziale Leute. Das kann man so aber nicht sagen. Die ganzen Bekloppen, die in Talkshows sich zum Affen machen. Schon besser. Noch was? Titten. Sex, denke ich mal. Volltreffer. Ja, jetzt wird es also heiß werden. Ja, und es wird sogar noch heißer. Geil. Und davon gibt's jetzt noch jede Menge mehr. Also, viel Spaß bei Talk, Talk, Talk. Girl, you know it's true. Kennen Sie dieses Zauberstück? Genau. Mozarts bekanntester Hit, die Zauberflöte. Derart musikalische Glanzleistung hat unser Rapstar bei Maury zwar nicht auf Zack, aber hey, mit seiner Zauberflöte kann er trotzdem mehr als überzeugen. Sie kennen Akon? Sie kennen T-Pain? Aber wir haben den, der mit Ihnen allen schon gehippt und gehoppt hat. Mr. Ray Lavender. I'm used to a lot of women just, yeah. You know, throwing their stuff, you know, right. You know, okay, throwing cool. The panties out on the stage. Right. I'm good. I see that. I've done good with that. Why didn't she get the message? You know what? Summer's one of those girls that she don't care about your job. She don't care about, you know, who you are. She don't care that you're a star? She don't care that I sing all these songs with Akon, T-Pain, and all that. She don't care. And I think that's what strikes me the most, because she's not throwing herself all over me. And you like that. And I think that's what it is. But on top of that, yeah. Look how bad this chick is, man. Come on. When you look at her, what? Wow! It's time we meet the sexy summer. What kind of bodies do you Very like? Physical fit. Nice body, nice stomach, pretty teeth. We've got to have you put this blindfold on. Oh, all right? My goodness. So you put this blindfold on. Okay. Bring it all over there. Bring it on. Very good. Okay. You still look beautiful. Okay. All right. Now, let's see if this voice, you know, rings a bell for you. Listen to this. We'll be right back.
Na, ob er sie mit diesem asynchronen Gebrabbel beeindrucken kann, ich weiß ja nicht. Aber hey, ist ja auch shit egal. Denn wenn die Augenbinde ab ist, wird's sein lecker Buddy schon richten. You say you want it. Well, baby, let me see. Yeah, text me a pic, girl, you're doing something. Text me a pic, girl, you're doing something. Text me a pic, girl, you're doing something. Die Talk Talents. Ross Anthony, Olivia Jones und Jana Ina Zarella. Sie ist heiß wie ein Waffeleisen. Stripperin Wenke. Wenke ist 32, weißt du, und er will Pornostar werden. Oh ja. Oh. Mhm. Oh, ist eine Frau. Oh mein Gott, sie hat auf jeden Fall nicht so viel drunter. Teach you how to touch me, baby, how to say my name. Bet you never had nobody to give it to you this way. Das ist aber niedlich, guck doch mal, hier mit Sternchen drauf. Wahnsinn, die will Pornostar werden. Wie könnte das machen? Ist es richtig, dass du ein Pornostar werden möchtest? Star in Anführungsstrichen, aber ich möchte auf alle Fälle ins Geschäft einsteigen. Warum? Warum? Weil ich Spaß am Sex habe, Spaß an der ganzen Branche habe. Die Leute sind unheimlich nett, die man dort kennenlernt. Ich habe also jetzt schon verschiedene Erfahrungen gemacht in der Branche. Erstens frage ich mich, wie kann man von so einem Beruf träumen? Tut mir leid, das ist nicht böse gemeint, aber ich finde es nicht toll. Und wenn Mutter ist und Hausfrau, sollte man ein gutes Vorbild für die Kinder sein, finde ich. Das ist nicht böse gemeint, aber ich finde nicht, dass eine Pornodarstellerin so was Tolles ist, oder ist das doch? Aber ich glaube, für manche ist das halt toll. Ne? Ja, wieso geben das eine, wenn sie da Lust so hat? Genau. Und jetzt ein Moment für die Ewigkeit. Oh ja, also das Kostüm passt schon, ne? In dem Ort, wo ich geboren. Die Stimme ist gar nicht mal so schlecht. Auch nicht gut, aber. Was? In dem unter Wasserboot sprach er nur mit uns. Es war so schön. So fuhren wir hinauf. Wenn auch manche große Welle droht und wir tauchten unter Meer. Mich würde ja mal interessieren, was die hören oder was sie sehen, wenn die so vom Spiegel ihre Performance machen. Sie sind begeistert davon. Ja? Ja. Na, wenigstens sie sind begeistert, ne? Unter Wasser rot, unter Wasser rot. Wir sind alle im unter Wasser rot, unter Wasser rot. Der hört nicht auf. La. Klaus! Klaus ist gut. Was war denn bisher dein größter Erfolg? Das zu schaffen hier vor uns. Also das Lied war es ja sicherlich nicht. Kreuzberger Nächte sind lang, waren die Gebrüder Blattschuss. Das war ein großer Erfolg, den ich umgedichtet habe. Spezialtext, der heißt Kreuzberger Frauen sind lang. Oh Gott, aber übersetzt du deine Texte immer ganz genau? Unterschiedlich. Also manche Texte sind sehr einfach zu übersetzen, da halte ich mich genau dran. Hast du ein Beispiel für uns? Ja, hier kommt es an, einer meiner der ersten. Ja, dann lass mal hören. Die Sonne, also mit dem Refrain fängt es an. Die Sonne kommt wieder. Was da gut werden könnte, ist Dolmetscher. Da ist der ja super. Also als Dolmetscher. Weiter geht's mit einem Mann aus Tausend und einer Nacht. Amir El Omar. Beim Bauchtanz erwartet man immer eine Frau, oder nicht? Also ein bisschen ungewöhnlich, ne, einen Mann zu sehen. Aber ja. Aber das Kostüm, was man so alles aus Backfolie machen kann, ne? Also das sieht jetzt ja noch wirklich aus wie eine schwule Fledermaus. Ja, wie eine schwule Fledermaus sieht das aus, ist doch nicht. Schau mal. Also Bauchtänzerinnen finde ich ja ganz schön, aber Bauchtänzer weiß ich nicht.
Es ist nicht lustig, aber bei einem Mann finde ich das nicht sexy. Aber ich auch nicht, bei einer Frau schon. Das ist Aladdin, komm. Giovanni warum kann nicht? Das bestimmt auch. Ja. Mit so einem Schwert. Wenn er das malen würde, dann würde ich schon fragen, ob alles noch stimmt. Das Ergebnis hast du gesehen. Wie lange machst du das eigentlich schon? Also, ich mache das circa seit 2 Jahren. Und das macht mir eine Riesenfreude, das europäische Publikum das näher zu bringen. Im Sprachunterricht? Machst du nur Bauchtanz? Das ist nicht nur auf Bauchtanz beschränkt, ich mache Säbeltanz, Feuertanz. Was macht der Säbeltanz? Säbeltanz. Striptease würde mich interessieren. Uns auch. Und dann gibt's ein sexy Wiedersehen in der nächsten heißen Folge unserer Talk Talents. Wir, das Talk 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 Team, finden Schluss mit schlechter Laune. Tschüss. Jawoll. Und wir haben auch keinen Bock mehr auf langweilige Themen. Pfui, bäh und tschüss. Darum gibt's bei uns nur noch Witzigkeit ohne Grenzen. Da, 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 da. Unsere bezaubernden Wicks Mimi und Pina erleben heute magische Momente. Auf einer Esoterikmesse wandeln die zwei Superblondies auf Uri Geller Spuren und sammeln erste übersinnliche Erfahrungen. Ich würde euch vorschlagen, beschreiblich so. Ja, aber ist das erst der Anfang? Noch unglaublicher wird's für unsere Superchicks bei Meister Proper unter den Wunden. Wir haben gemerkt, dass er in seiner Jugend ziemlich unter Drogen wahrscheinlich gelitten hat. Das ist alles ein bisschen spirituell. Tja, Mädels, geistige Angelegenheiten sind einfach nicht euer Ding. Aber vielleicht wird's ja hier. Wer braucht schon Hokuspokus, wenn ein bisschen Silikon genauso glücklich macht? Einen Versuch wagen unsere Wicks trotz... Viel zu jung, um das alles zu verstehen. Ach, Mädels, ist doch halb so wild. Karma hin oder her, wir hatten auf jeden Fall wieder jede Menge Spaß mit euch. Oh, wow. Heute Weltpremiere. Die Talk 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 Masters außer Rand und Band. Geil, das ziehe ich mir rein. Und Sie nehme ich gratis mit. Heute bei unseren Talk 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 Masters Schreihals Jasminka und ihr Freund Marc mit dem schmucken Oberlippenbart. Grund des Besuchs bei Franklin, Jasminkas unbändige Eifersucht. Das ist ja lecker. Da kannst du als Manns Bier abstellen. Jetzt wascht aber mal schnell euren Mund mit Seife aus. Solche Statements können und dürfen wir nicht senden. Franklin, du kannst dir nicht vorstellen, der bringt mich so zur Weißglut. Erzähl doch mal, was dich denn da so zur Weißglut bringt. Oh, da müsstet ihr mal live dabei sein. Ganz ja, aber wenn er jetzt ganz normal Viva ganz guckt, Geschichte ja, da sind dann Mädels in einem Musikvideo. Was ist denn da dran schlimm? Was daran schlimm ist, die Art. Was guckt er dich das an? Was soll das? Was interessiert den das? Der hat doch alles, was der braucht. Seit wie langer Zeit seid ihr schon zusammen? Wir sind schon 4 Jahre jetzt zusammen. Ich würde keinen Tag aushalten, keinen Tag. Das war so typisch von unseren Coaches, ja, stell dich dazwischen. Ja, mach mal trenne. So. Trenne, ja, Körperpräsenz und trenne. Trenne. Also, oder? Trenne. Es hat nie was gebracht, aber es sah immer verdammt gut aus und entschlossen. Du hast ein bisschen mal. Franklin hat immer gesagt, Ruhe. Er postet wirklich keinen mehr. Ja. So. 4 Jahre ja, zu lange. Ganz hart, okay, stopp mal ganz kurz. Hart, stopp mal ganz kurz, Marc. Und du vernachlässigst mich schon wegen dem Hund. Und schon alleine! Ich liebe dir von Griechen. Ganz was für Hund? Ich bin der unser Love Couple war noch mal beim lieben Franklin. Jasminka glaubt, ihren Marky Boy auf frischer Tat beim Fremdknutschen ertappt zu haben und ist wieder außer sich vor Wut. Knutschi, Knutschi, ne, Freundchen? Alle Backe! Alle Backe! Die ist super. Die ist ein Spitzentalkgast. Ein Spitzentalkgast, die hole ich mir. Ja, die ist ja noch bei dir in der Kartei auch zu finden, bestimmt. Die haben mir ganz normal verabschiedet, weil ich schon 3-4 Mal vom Theater holen. Die haben mich schon 3-4 Mal. Küsschen rechts oder links oder richtig rechts geknutscht? Oder links. Küsschen, nein, Küsschen rechts was oder links. Was soll er auch sagen? Ich war 150, 170 Meter entfernt. Frag ihn doch mal bitte, Franklin, ob er sich nicht wundert, warum die Tussi seit 2 Tagen nicht angerufen hat. Abgefangen hab ich sie, abgefangen hab ich sie.
ist. Aber das kannst du doch nicht so stehen lassen. Entscheidung. Kannst du mal moralisch zentrieren, du spinnst wohl. Das kannst du doch nicht so stehen lassen. Was denn? Ich muss dir doch sagen, oh, mit Kampfanzug auch. Das ist deine Entscheidung, was machst du? Drückst du weg oder gibst du mir die Fernbedienung, du sagst, Mensch, hab mich echt getäuscht. Was meint ihr? Oh, Jasminka. Vergiss nicht, wir sind seit 5 Jahren zusammen, aber er hätte es verdient. Vergiss das nicht, was er mir antut. Redi. Jasminka, entscheide ich, gibst du ihm noch eine Chance oder nicht? Entscheide ich aber jetzt. Das Herz hab ich jetzt. Ich hab es dir jetzt gegeben. Das hab ich jetzt. Die sind so billig bei uns. Die sind so billig. Die haben kein Geld, um ein neues zu holen. Jetzt arbeiten. Das ist jetzt mein Herz. Deine Rollwand geht mit dem Herz runter. Das, ich glaube, ich habe auch deine Rollwand. Nee, ich hatte ja... So. Oh, ich hab Rollwand. Aber das ist noch eine alte von Sonja, glaube ich. Komm her, du Idiot. Just gonna stand there and watch me burn. That's all right, because I like... Er kriegt sogar den Arsch gehoben, du. Donnerwetter, das willst du nicht schaffen. Ey, in dem Moment, da wird's mir echt schlecht. Ich kann mich gut dran erinnern. Das haben wir jetzt aber mal diskret überhört. Wahre Liebe kennt halt keine Grenzen. Das ist Sex-Pussein. Den habe ich echt ganz gern. Mit ihm bin ich nie alleine und unbefriedigt. Aber er ist ein wenig traurig, denn seine Kumpels aus Luft und Plastik stehen heute vor Gericht. Sie glauben, die gute Kraus hat mega einen an der Batterie? Weit gefehlt. In Deutschland ist nichts unmöglich. Überzeugen Sie sich selbst in unserer Richter-Top 3 der Gummipuppen. Auf Platz 3 begrüßen wir das demolierte Liebestoy Silvia. Herr Petzold, das ist ja klasse, dass Sie da Ihre Puppe mitwirken. Im Grunde ist es ja wirklich ein wichtiges Beweismittel. Sie sind mit der Angeklagten nicht verwandt oder verschwägert, oder? Mit der? Nein, um Gottes Willen. Dieses Biest hat meiner Silvia die Beine abgeschlagen und den Bauch aufgeschlagen. Na klar. Sitzt sie deshalb jetzt auch im Rollstuhl, oder wie? Ja, als ich sie kennengelernt habe, das war so ein wunderbarer Augenblick, wie sie mich da so aus dem Müllcontainer angeschaut hat. Das hat sofort zwischen uns beiden gefunkt. Such dir mal lieber eine andere Frau aus, aus Fleisch und Blut. Und damit gehst du ins Bett und nimm mit deine blöden Silvia. Es geht hier um Gefühle, verstehst du? Gefühle für eine Gefühle und um Gerechtigkeit für Silvia, weil die ist nämlich jetzt verletzt. Auf Platz 2 muss sich die verzweifelte Ehefrau einer Plastikpuppe geschlagen geben. Ihnen ist, als Sie in den Schrank rein wollten, eine Puppe entgegengefallen, lebensgroß, auch sehr sexy bekleidet wie Sie, mit Reizwäsche hatte die an. Das Problem, sie hatte überhaupt keine Ähnlichkeit mit Ihnen. Und stattdessen hatte sie Ähnlichkeit, eine erschreckende und verblüffende Ähnlichkeit mit einer gemeinsamen Bekannten von Ihnen und Ihrem Mann. Das ist nämlich die Freundin des besten Freundes Ihres Ehemannes. So sah die aus. Anscheinend geht bei Ihrem Mann im Kopf da ein Liebeskarussell ab, da dürfen Sie nur leider nicht mitfahren. Das war reiner Zufall. Ich habe diese Puppe, das war ein Sonderangebot im Internet. Ich musste Druck ablassen und was hätte ich denn machen sollen? Wäre es dir lieber gewesen, ich gehe irgendwo ins Bordell oder suche mir eine Geliebte? Und einen fulminanten Platz 1 legt die Puppe für Liebesangelegenheiten hin. Boah, ich fass es nicht. Selbst Thiel musste sie mitnehmen. Kannst du sie nicht einmal zu Hause lassen? Wir gehören zusammen. Wo ich hingehe, geht Christine auch hin. Da kannst du mir so oft du willst das Ruder auf den Kopf schlagen. Du hast mit Mama zusammengehört. Das ist nicht Mama. Mama ist tot. Das ist eine Puppe. Wann verstehst du es endlich? Ich weiß, dass Mama tot ist. Boah, haben Sie Rolf Merkel mit diesem Ruder niedergeschlagen, weil er Ihre Gefühle nicht erwidert hat? Ich hatte mir ja wirklich Hoffnung gemacht. Er war immer so nett und zuvorkommend. Und dann habe ich sie am Steg gesehen. Rolf mit dieser Puppe, wie er sie umarmt und gestreichelt hat. Ganz zärtlich und behutsam. Ich wollte das doch sein. Ich war so lange allein und er war die ganze Zeit so zuvorkommend. Ich dachte, das könnte wirklich was werden. Ja, und dann, ich weiß nicht, ich konnte nicht mehr klar denken. Des Menschen Wille ist ja sein Himmelreich. Wer mit einer Puppe leben möchte, bitte. Zumindest weiß man da immerhin genau, was Silikon ist und was nicht. Das ist sonst ja nicht mehr immer so hundertprozentig sicher. Und weiter geht es mit einer ganz anderen. Oh. Der kleine Pipi hat mir hier gerade gezwitschert, dass es in Deutschland an lustigen Frauen mangeln würde.
Aber gut. Kann ja nicht jeder so ausgesprochen witzig sein wie ich, ne? Oh. Der sagt, dass sich bei Frauen Witz und Attraktivität grundsätzlich ausschließen. Ich will aber auch hübsch sein. Ha, dann ist eben jetzt Schluss mit lustig. Von nun an gibt's nur noch Geschichten mit Tiefgang. So, was hast du jetzt davon, Flattermann? Das große Talk ABC. Heute mit den allerwichtigsten A-Wörtern aus der Abteilung Talkshow-Auftritte. Akteure mit Abitur sind in Talkshows absolute Ausnahmen. Überleg mal, ich gehe seit der 5. Klasse nicht mehr zur Schule. Hast du mir gesagt, Moment, Lucy, wie lange gehst du nicht mehr zur Schule? Ich gehe seit der 5. Klasse nicht mehr zur Schule. Sie agieren im Allgemeinen wie anspruchslose Aussteiger ohne Ausbildung, Analphabeten oder andere Artgenossen, die allem Anschein nach den IQ einer Amöbe aufweisen. Ah? Auf Arbeit reagieren viele absolut allergisch. Was macht jemand, der seit 30 Jahren gar nichts macht? Ich meine, du isst, du schläfst, guckst Fernsehen. Richtig. Die Leute, die hier sitzen, wahrscheinlich alle bezahlen deine Klamotten, weißt du, deine Rente und dann beschwerst du dich nicht. Nein, warum denn? Weil du halt einfach asozial bist, auch so eine Kacke, noch so arrogant und eingebildet zu sein. Also, ne? Wie kann man denn so eine Fresse? Auffällig ist auch das außergewöhnliche Aussehen vieler Talkshow-Aspiranten. Sogar beim Anziehen tun sich oft Abgründe auf. Angenehmer anzuschauen sind da athletische Astralkörper. Mancher Gast ist sogar außerordentlich attraktiv und wird darum andauernd angemacht, angebaggert oder angesext. Das war ansexen. Bei den Ansprechpartnern handelt es sich oft um Angeber. Weißt du, wie ich dich anbaggern würde? Ich stuf dich so ein, als ob du Material eingestellt wärst. Ich stuf dich so ein. So, und ich würde dich so anbaggern. Ich habe vielleicht keinen Ferrari vor der Garage. Aber ich habe einen dicken Ferrari in der Hose für dich. Alternativ kann Ansexen aber auch ausschweifende Abknutschorgien auslösen. Ist dann immer noch alles allererste Sahne, kann man sogar über einen Antrag nachdenken. Jetzt wollte ich dich fragen, ob du meine Frau werden willst. Der entweder akzeptiert. Ja. Würde ich hiermit heute fragen, ob du mein Mann werden möchtest. Oder abgelehnt wird. Da kann ich nur Nein sagen. Letzteres kann zu akuten Auseinandersetzungen führen. Ich glaube, du hast am Baum gepennt heute Nacht, wa? Um sicher allen Arten von Ausrastern auszuweichen, sollte man also an einen rechtzeitigen Abgang denken. Also adieu und auf bald beim nächsten Talk ABC. Sehr verehrte Zuschauer, wie die Satellitenaufnahme zeigt, schwappt derzeit eine Welle der Euphorie aus Amerika nach Deutschland. Auslöser für dieses ungewöhnliche Schauspiel ist Hoch Oprah, welches jeden Moment auch unser Talkstudio erreichen wird. Es muss vermehrt mit langanhaltenden Begeisterungsstürmen gerechnet werden. Oprah sprachlos? So haben Sie die taffe Talk-Lady noch nie erlebt? Nein? Dann passen Sie mal gut auf. Oprah proudly presents in ihrer Rekordeshow den schönsten und schnellsten Geiger, die größte Teenagerin und den höchsten Hund der Welt. Los geht es mit dem Sahneschnittchen der Musikszene. David. Beste Teenagerin der Welt. Bubbles Anderson ist mit 2,08 Meter die größte 16-Jährige der Welt. Beim Sport. Daniel. Riesig, oder? Sowas gibt es auch in der Tierwelt. Mops und Chihuahua sind für ihn bloß kleine Fische. Hunde. Vorhang auf für Giant George. George wohnt fürstlich und lässt es sich richtig gut gehen. Sein aufregendes Leben bekommt heute bei Oprah den besonderen Kick. Na, das war mal wieder eine gigantische Show. Und natürlich präsentieren wir Ihnen auch nächste Woche wieder die spektakulärsten Geschichten der Welt. Für den nächsten Clip gebe ich Ihnen einen guten Tipp. Versuchen Sie keinesfalls irgendeinen Inhalt, Sinn oder Kontext zu verstehen. Ergötzen Sie sich nur an den verbalen Wortspielen unserer Rhetorikexperten. Ach, ein Hochgenuss für Aug und Ohr. Ein Leben auf der Überholspur. Das war der große Traum von Sandra und Martin. Doch nun stottert der Motor der Liebe. Kann Britt den beiden heute eine kleine Starthilfe geben? Schwierigkeiten sind daher, da ich
mich getrennt habe von ihm, weil einfach das Vertrauen nicht da ist, weil einfach viel passiert ist. Was denn? Unter anderem, dass er mich angelogen hat, weil er mit seiner Ex-Freundin jetzt ein Beispiel geschrieben hat. Und wo ich das hinterher rausgekriegt habe, weil sie hatte mir das alles dann geschickt. Was hat er denn geschrieben? Ja. Ja, was? Dass er auf mich keine Lust mehr hatte, dass er zu ihr zurückgehen möchte. Stimmt es, Martin? Ich hatte zwar geschrieben gehabt, ich würde es tun, aber ich werde es definitiv nicht machen. Also irgendwie ist das schräg, muss ich ehrlich sagen. Gut, wie ist denn bei euch der Stand jetzt gerade? Seid ihr jetzt zusammen? Seid ihr auseinander? Nein, wir sind getrennt. Wie geht es euch denn damit beiden? Also ich muss sagen, ich habe damit hart zu kämpfen. Obwohl du Schluss gemacht hast, ne? Ja. Das heißt, du vermisst ihn und bist traurig, oder? Ja, richtig. Solltest du weitergehen jetzt mit der Trennung? Wie gesagt, das Vertrauen muss wieder aufgebaut werden. Sag ihm, was du von ihm forderst, damit er weiß, was er zeigen kann. Ja, ich möchte halt, dass du ehrlich umgehst. Nicht, dass du mit irgendwelchen Mädchen schreibst, dass bei uns nichts mehr im Bett läuft. Dass ich einfach, sag ich mal, doof bin, auf Deutsch gesagt. Na, das könnt ihr dann ja unterwegs klären. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch viele rasante Stunden zu zweit. Ach, und Martin, du hast Handyverbot. Der Adel ist ja weit verbreitet. Es gibt den Prügelprinz, den Fußballkaiser und den Fürst der Finsternis. Doch diese stolze Krone gebührt einzig und allein dem Mann, der jetzt kommt. Hier ist der unangefochtene König der Talkshow-Ausraster, Mr. Steve Wilkes. Kim hat Angst um ihre Enkelkinder, da sie glaubt, dass Schwiegersohn Tim sie regelmäßig schlägt. Kims Tochter Diana will davon nichts wissen und stellt sich auf die Seite ihres Mannes. Bei Steve soll jetzt der Lügendetektor die Wahrheit ans Licht bringen. You are a lying mother. I never put my hands on those kids. You know damn good and well I'd kill anybody who put hands on them. Liar. Don't touch. You hit my grandsons. Never put hands on those kids. Kim, I want to ask you to leave the stage, and I want to talk to Tim by myself. So you're saying you didn't do anything? No, I didn't. You were a good dad? Yeah, I was a good dad to those kids. The children say that you did it. It was her coaching them. She hasn't liked me since the day me and Deanna got together. And why doesn't Kim like you? She thinks I'm taking Deanna away from her. Did you ever see him hit his children? We discipline the kids. There's oh, a difference. How did you discipline your children? My doctor recommended me flipping her upper lip. Flipping her upper lip? Yes. What are you talking about? Not hard, just lightly flipping the upper lip where there's a sensitive nerve, and it worked. I'd like to flick you in the lip right now. Well, I don't want to blame it on the grandmother, right? She's the only one who really shown any passion for those kids. She's the only one who ever abused those kids. She's the only one. You got the results of the lie detector test. Read them and get it over with. We'll prove it. Why are you shaking? Because I'm mad as hell and it's taking everything I can not to hit you in the mouth. You liar! You are lying, you! And you, mother! Oh, if my mother wasn't gonna watch this, I would call you everything but a white man! Because you ain't nothing! Go ahead, kid. You are lying, son of a... You're exactly treat our kids. The results for Kim. Did your grandchildren tell you that Tim was physically abusing them? You answered yes. Did you coach your grandchildren to say that Tim was physically abusing them? You answered no. And the results of Kim's lie detector test is that she's told the truth. Now what? Now what? She didn't coach them. She didn't make up this, your kids to say this. Any concern now? I'm just here for the truth. I want the truth. We'll get to your lie detector test. Tim, did you ever physically abuse any of Deanna's children? Answer is no. Did you ever use excessive physical force on Deanna's children? Answer is no. On those questions, he didn't tell the truth. My kids? I mean, to whoop their butt. You never ever threatened them besides that, and you never put your hands on them except for to discipline them. Never. Did you do that? You know what was going on there. You think it's acceptable. You need help. You need to know what parenting is. Both of you liars. Get off my stage.
Nach der Show wurden die Kinder in die Obhut des Jugendamts übergeben. Tim und Diana sind sich weiterhin keiner Schuld bewusst. Weniger Salz im Essen senkt angeblich das Herzinfarktrisiko. Aber hey, wie herzlos ist das denn? Salz ist schließlich auch nur ein Gewürz mit Gefühlen. Dank der verbesserten Rezeptur unserer Fertigprodukte wird der Griff zum Salzstreuer unnötig. Sorry, Salz. Wir wissen, wie man würzt. Vielleicht sollte es sein Glück besser mal in einem Fastfood-Restaurant versuchen. In so einem Etablissement ist der kleine Salzstreuer sicher genauso gut aufgehoben wie sein Kumpel Zucker in einem Café. Nach all den physischen und psychischen Verletzungen sucht unser Salz jetzt nach dem perfekten Partner im Internet. Hallo? 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 Hast du dich versteckt oder so? Oder bist du irgendein Perversling? Was ist denn jetzt? Hallo? Mir reicht's. Ja, wir haben auch Mitleid, aber zu viel Salz schadet nun mal ihrer Gesundheit. Also an der Autobahnraststätte bekommt man ja zum Teil wirklich leckeres Essen. Im Zug ist es auch noch ganz genießbar. Die Mahlzeiten im Flugzeug lassen da schon mehr zu wünschen übrig. Was man allerdings für eine Verköstigung im Space Shuttle angeboten bekommt, ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Hey Mann, alles klar bei dir? Ach, mir ist ein bisschen schlecht vom Essen im Space Shuttle. Du kotzt aber nicht, oder? Das kann ich dir nicht versprechen. Wenn du kotzt, muss ich auch kotzen. Sonne, Strand und leckeres Essen. Mit uns finden Sie garantiert die passende Urlaubsreise. Beeilen Sie sich, Astronaut. Ihr Sauerstoff wird langsam knapp. In diesem Moment wird vielleicht dein Traumjob frei. Bei uns weißt du wann und wo. A melody sent from God. I can't breathe when you're gone. Yes, I'm deeply in love. Be my Valentine. Every single day of my life. My heart is set for life. Night, day, day, night. Ein kleines Zucken der Mundwinkel für sie. Mein Sohn. Aber ein strahlend weißes Lächeln für die Menschheit. Und jetzt?
Ein Kuss. Damit ist Küssen erlaubt. Kommt ihr in Frieden? Ja. Trete vor. Stopp! Was sind das für hässliche Schuhe? Das sind nur für Schuhe. Das kann doch wohl nicht wahr sein. So kann ich dich leider nicht mein Paradies betreten lassen. Was denn? Die sind bequem. Der Rest von euch kann kommen. Geht ruhig ohne mich. Niemals! Die Chance haben wir nie wieder. Wir lassen ihn ja nicht alleine. Also ich glaube, wir bleiben doch lieber alle hier. Ihr seid echte Freunde. Lasst uns ein Bierchen zischen. Ja. Juhu! Houston, ich habe ein Problem. Den kriegen sie nicht klein. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The kräftiger Käse für starke Mäuse. Puh, nach diesem harten Workout wird's Zeit für etwas Abkühlung. Hier kommt die Hitparade der wirklich coolen Clips. Für alle, die nicht am Nordpol leben, gibt es unsere Iglu-Minstragees. Erfrischend anders. Gerade ist ein Eisbär direkt vor meinem
Seht ihr? Da ist er. Das ist ein Riesenvieh. Wo ist er hin? Meine Jacke. Nein! Scheiße, ist das kalt. Wir werden alle draufgehen. Oder wir gehen alle raus. Sehr witzig, denn. Los, das macht bestimmt Spaß. Spaß? Da draußen in der Schneehölle? Das ist doch wohl nicht dein Ernst, oder? Wir müssen aber. Es ist mein Geburtstag. Da entscheide ich. Er hat recht. Er darf heute entscheiden, was wir machen. Ihr spinnt ja, uns das erst jetzt zu sagen. Klar gehen wir raus. Scheiß auf die erfrorenen Zehen. Auf euch kann man zählen. Los, Jungs, wir machen Dens Geburtstag unvergesslich. Hoch mit den faulen Ärschen. Los, her, los, her. Na komm. Die Sonne kommt raus. Aber nächstes Jahr fahren wir nach Kuba. Ich bin im Dezember 1981 geboren. Das in der Mitte bin ich. Ich heiße Chili, so hat mich meine Familie genannt. Am Anfang herrschte zwischen mir und den anderen Kids eher frostige Stimmung. Aber irgendwann bin ich mehr und mehr aufgetaut und wurde zu ihrem coolsten Spielgefährten, sicher weil ich so sportlich bin. Trotzdem gab es aber auch Momente, in denen ich nicht mitspielen durfte. Das war wirklich schlimm für mich. Ich kam mir dann immer so anders vor. Wenn der Eismann im Sommer die Kinder lockte, durfte ich nie raus, obwohl ich Eis liebe. Mama sagte immer, ich würde die Hitze nicht vertragen. Im Fastfood-Restaurant wollte ich ihr das Gegenteil beweisen. Diesmal bestellte ich extra scharf. Meine Zweifel schmolzen dahin. Mama hatte mal wieder recht. Morgen fahre ich mit der ganzen Familie nach Grönland. Dieser Urlaub wird mich sicher ganz schnell wieder aufbauen. Sag mal, wer hat denn bitte schön diese Sauerei dahin gemalt? Das geht doch so gar nicht. Jetzt können wir loslegen. Bis dahin. Tschüss, Ihre Sonja.